Ich hoffe, du bist bereit, sofort aufzubrechen. Ja, hallo Welt und hallo Sandra. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ich bin noch nicht bereit. Wir haben nämlich hier noch was zu lesen. Ich habe dir viel zu erklären. Erst was lesen? Ja. Gut. Das war hier beengt. Oh, zwei Sachen zu lesen. Lesen wir jetzt das hier vorne? Wo denn? Notiz eines Auserwählten. Ach so. Wo ich stehe. Gut. Notiz eines Auserwählten. Alles hat sich so schnell verändert. Die Welt, der Vater, sein Weg für uns. Ich habe überlebt, preise den Vater in einem kleinen Bunker. Nach Monaten kam ich in einem kleinen Boot her, um zu beten und fand andere. Sie sagten mir, wir wären durch das Tor nach Eden marschiert und ich müsste mein Boot und meine Waffen aufgeben. Jacob hätte gelacht. Aber der ist sicher nicht hier. Die anderen Auserwählten gaben mir einen Bogen. Wir ziehen jetzt los, um weitere Überlebende zum Vater zu bringen. Wenn du das liest, lass die Sünden der Vergangenheit hinter dir und komm zu uns. Heißt das, wir müssen den Bogen gleich nehmen? So, hier ist noch was zum Lesen. Ja. Notiz eines Auserwählten. Nein, suche nach dem Vater. Du siehst noch etwas mitgenommen aus. Vorsicht. Suche nach dem Vater. Ich verließ eine Kirche und kehrte zurück, um eine Ruine vorzufinden. Aber ich weiß, dass die Familie irgendwo überlebt hat. Wenn das jemand liest, ich bin nach Süden gegangen. Ich suche nach dem Vater. Ethan hat überlebt, aber ich werde immer kränker. Ich glaube, es liegt an der Strahlung. Keine Ahnung. Bitte kommt und sucht nach uns. Er ist doch noch so klein. Megan. Okay, bevor er uns weiter nervt. Draußen ist, glaube ich, irgendwas zu finden. Hier einmal rum. Loot, 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 loot. Oh, ist nicht so viel, aber dafür wenig. Wo sind wir denn hier? Das ist doch gar nicht neu. Oder doch? Okay, reden wir mit ihm. Hör gut zu. Joseph hat ein Heiligtum hoch im Norden. Das Ritual verlangt, dass du auf dem Weg dorthin Signalfeuer entzündest. Ich bezweifle, dass der alte Mann noch lebt und sie sehen kann, aber wenn du die Feuer nicht entzündest, wird das dein sicherer Tod sein. Denn trotz des Sakraments kann der Norden dich immer noch töten. Dieses Boot und das Feuer können dich schnell und sicher dorthin bringen. Entferne dich nur von ihnen, wenn es unbedingt nötig ist. Benutze den Bogen und entzünde die Signalfeuer mit Brandpfeilen. Bring mir Beweise für den Tod meines Vaters. Und ich sorge dafür, dass du als Freund des Propheten in Erinnerung bleibst. Nun geh. Mit meinem Segen. Warum sollt ihr einen Beweis für den Tod bringen? Vielleicht lebt er ja. Mhm. So, welche Waffe lasse ich denn hier? Ziel damit nicht auf mich. Entschuldigung. Schon empfindlich. Hey, ziel damit nicht auf mich. Welche Waffe lasse ich denn dann hier? Hast du irgendwas mit Feuer? Nein. Feuerpfeile? Nein. Wie stelle ich die denn her? Oh, vielleicht sind welche auf dem Boot. Du hast Molotow-Cocktails. Ja. Ich steuere, du schießt. Ey, okay. Ja. Was Feuerpfeile, oder? Fahren. Ach so, ja. Ja, habe ich. Ich brauche jetzt dann. Ich gesagt, ich fahre. Soll ich fahren? Ich schon. Möchtest du lieber schießen? Du schießt. Doch ganz schön hier.
Ist doch gar nichts vergiftet, oder? Ja, wir haben ja irgendwas getrunken. Im letzten Part. Vielleicht sind wir jetzt immun. Ach ja, sicher. Das reicht. Wir brauchen hier nichts. Nichts zum. Ja, bitte. Da stehen Leute. Okay. Die können ruhig mal winken. Ja, eben. Okay, ich glaube, gleich geht's los, oder? Durch den Nebel. Und jetzt? Jetzt ist alles rosa. Aber wo sollen wir die Feuer entfachen? Ach, das haben die, glaube ich, nur so gesagt. Nein. Geräusche. Geräusche sind mir egal. Wo sind die Feuer zu entfachen? Ah, Wolf. Okay, weiter. Ja, toll. Und nu? Hä? Ich glaube, das Tor ist zu. Ich habe aber keine Feuerpfeile. Kann ich dir welche geben? Warte, Anpfeile. Rüste Brandpfeile über das Waffenrad aus. Ah, hier. Okay, ich habe gefunden. Aber wir sollten doch das Boot nicht verlassen. Ja, nur wenn es unbedingt nötig ist. Da ist ein Piranha-Fisch. Sollen wir da irgendwas schießen? Oh. Oh. War das richtig? Ich weiß nicht, das ganze Rad scheint zu brennen. Aua, hat mir getan. Also gut, im Suchgebiet. Ach so. Hier oben ist eine Notiz. Ich brenne, warte. Notiz? Da. Notiz von New Eden. Mehr Arbeiter haben seltsame Träume. Dieser komische Nebel macht die Leute so krank, dass sie nicht weiterarbeiten können. Das Tor ist fast fertig. Ein Bruder ist besonders aufgewühlt. Er sagt, wir müssen uns beeilen. Ich werde ihm empfehlen, sich ausgiebig mit den Priestern zu unterhalten, wenn wir zurückkommen. Ich bin sicher, dass er sündige Gedanken hat. Er ist älter und hat viel von der früheren Welt gesehen. Deshalb ist er prinzipiell verdächtig. Joseph will sicheren Zugang zu seiner Zuflucht im Norden und er will, dass wir Tore errichten. Und das reicht. Also sollte es auch für ihn reichen. Okay, zurück zum Boot. Hier oben liegt alles. Was denn? So Federn. Überall. Ja, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Wieso komme ich nicht mehr hoch? Ja, egal. Hab ich Pech gehabt. Ja, die können wir auch vielleicht später noch holen.
Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder zurückfahren, oder? Weiß ich nicht. Wo waren Federn? Auf der Brücke da oben. Ach so, ja, die kann ich doch holen. Da komme ich jetzt so. Ich dachte... Wo denn? Ah, hier. Hier am Auto eine von drei. Hier vorne auf dem, auf der Ladefläche. Zwei von drei. Und hier irgendwo lag noch einer. Ich glaube hier so am Auto. Ja. Okay, danke schön. Federn kann man immer gebrauchen. Ja. Aua. Ah! Stacheln. Autsch. Nein, nicht ins Wasser, Trottel. Oh, da hoch, hoch. So. Fahren, ja, wie fahren? Ich kann nicht, wieso nicht? Wieso kann ich nicht fahren? Moment, Moment. Jetzt? Ja, jetzt. Ja, würdest du dich bücken? Achso. Ich dachte schon, du schlägst den Kopf da an. Reise. 40 Meter. Reise. Das ist ja schön hier, oder? Ja. So schön finde ich es aber auch nicht. So öde. Ah. Und wie das wohl am Tag hier aussieht? Wenn es hier Tag gibt. Ah. Da ist irgendwas Großes im Gebüsch. Hast du das gehört gerade? Ich glaube, wir waren zu nah. Oh, Husten! Wir waren zu nah dran. Ne? Warum? Müssen wir da hoch? Nein, nein, ich hab schon. Oh, ist das ein Baumhaus oder so? Keine Ahnung. Ich hab Husten, und du? Ich auch. Ich spucke Blut. Oha. Ein schnelleres Boot haben. Wir tuckeln hier durch die Gegend. Was war das? Ich glaube, ein Frosch. Ich glaube. Oh, oh, hier rum, rechts rum. Da geht das Boot nicht schneller. Tut mir leid. Ich huste. Ich auch. Nördliches Tor von Eden. Da ist ein Tor. Ja, was sollen wir machen? Ich fürchte. Da ist ein Steg. Wilden Tiere oder sowas. Oh. Oh. Da sagst du was.
Hunde! Feuer! Kannst du das da entfachen? Was denn? Da hinten. Vielleicht verschwinden die dann. Wo ist denn das? Die Wölfe. Ah, die brennen alle. Na, hörst du auf? Auf. Aus. Pfui. Klappt es? Wir kommen wieder zurück zum Boot. Wollen wir noch ein bisschen was einsammeln hier? Ja, wenn du mir hilfst, die Wölfe hier zu töten. Schon da unterwegs. Oh, wir sind im Suchgebiet hier. Ja, aber... Ist doch eine Feder. Wo ist die Feder? Hier, am Auto. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Aua, ich brenne. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Was ist das denn? Ein Ghoul, ein Riesenghoul. Gibt's doch nicht. Echt jetzt? Gab's denn in Teil 5? Nicht, dass ich wüsste. Das ist mysteriös. Ja. Und hier brennt jetzt alles. Aber egal, Wolf nehmen wir mit. Ja. Oh, ja. Das hört gar nicht mehr auf zu brennen, oder? Das breitet sich immer weiter aus, das Feuer. Aua, aua, aua. Ach, verdammt. Da war irgendwas zu nehmen. Eine Feder hast du genommen? Ja. Aber hier war auch noch was. Ach so, eine Pflanze, Kistanche. Brennt schon wieder. Oh, hier ist was zu lesen. Da. Bautag 47, die werden sich immer öfter über schlechte Träume und Beschwerden. Mir fiel auf, dass die wenigen Auserwählten, die das Geschenk weniger stark betroffen sind. Dasselbe gilt für die, die nachts in der Nähe der Heiligen Flamme arbeiten. Die Information wird Ethan sicherlich helfen, aber ich zögere, sie ihm mitzuteilen. Der Norden ist ein schwieriges Thema. Ich werde es wohl lieber einem Priester erzählen und ihm überlassen, ob er es Ethan sagen will. Jo, hier ist noch mehr zum Sammeln. So. Sprengkapseln und so Zeugs. Aha. Hier gibt es drin auch noch etwas. Oh ja, tatsächlich. Gut, haben wir denn alles hier so weit? Irgendwie waren hier ganz, ganz viele Wölfe, aber weg sind sie. Ja, die sind alle zu Kohle. Ja. Komm, ab zum Boot. Wo ist mein Boot da? Was im Suchgebiet? Ah, wir müssen das noch aufmachen. Ach so. Ja.
Das hier? Ja, habe ich schon. Da ist irgendwas. Feuer. Was? Gut. Weiter. Bist du da? Ich komm schon. Ich komm schon. Da bin ich. Das ist schon eine lange Reise. Oh, ich huste schon wieder. Ja, ich auch. Das heißt, irgendwo musst du gleich wieder was entzünden. Die hätten uns eine Gasmaske oder sowas mitgeben sollen, aber die glauben ja nicht an so etwas, oder? Die haben nur Pfeile und Bogen. Nee, ja. Eben. Aber Feuer. Oh, großer Joseph, Kopf. Du deinen Kopf. Ja. Eine Statue. Oder von einem besonders großen Menschen. Ein Zug. Ah, der fährt nicht mehr. Nö. Es war ein Zug noch nirgendwo. Ja. Das bin ich, wenn ich zu nah dran fahre. Ach so. Gruselig. Ja, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter, Richie. Ja. Denn die Fahrt scheint noch ein bisschen zu dauern. Okay, ja, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.